Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und heute bin ich wieder für euch in Battle for Azeroth unterwegs. Und zwar bin ich wieder mit meinem Zandalari-Troll unterwegs. Mittlerweile ist der Stufe 101 und ich bin wieder ein bisschen am Weiterleveln mit ein paar Leuten hier aus dem Stream. Wir sind hier einmal in Nagrand. Wir haben jetzt quasi die ganzen Bonus-Ziele abgeflogen, die es hier so in Draenor gibt. Jetzt am letzten Gebiet, die anderen beiden sind jetzt noch ein bisschen niedriger, die sind bei der 98, deswegen machen wir das jetzt hier noch kurz fertig, um ja die auch noch auf 100 zu bekommen, und dann wollen wir quasi in Legion ein wenig weitermachen. Da gibt es nämlich auch noch ein paar Bonusziele, die wollten wir dann auch noch mitnehmen, um noch ein paar Level hochzuballern. Ich bekomme hier jetzt zwar ein bisschen weniger EP, weil ich halt schon vom Level über Draenor bin, aber immer noch relativ gut was. Also es lohnt sich schon auch noch für mich, zumindest so ein bisschen. Wir sind jetzt gerade hier auch schon am ersten Bonusziel in Nagrand angelangt. Und einen Wolf brauchen wir noch, Leute. Einen Wolf müssen wir noch umhauen. Oh, das Thunder mich. So, perfekt. Schau mal, ich gehe jetzt gleich schon auf Level 102 zu. Jetzt können wir hier hinter zum nächsten Bonusziel. Wahrscheinlich müssen die anderen beiden dann noch ein paar Schätze aufsammeln, dass sie quasi vom Level dann noch hoch genug werden. Weil sie haben diesen Dings-Buff, ne? Also im Spitzen von Arak, wo wir jetzt davor waren, kann man sich quasi so Items auch looten, die einem den Erholt-Buff nochmal draufhauen. Das ist auch ganz gut, kriegst du ein bisschen mehr EP. Und dann geht das Level natürlich auch nochmal ein bisschen besser von der Hand. So. Also noch zwei Dinge. So, hier kann man auch die Quest noch annehmen. Die bringt dann zusätzlich auch nochmal ein bisschen EP. Muss man dann hier so diese Schädel noch aufsammeln. Tötet einfach alles, was nicht bei drei auf dem Baum ist. Nee, looten müssen wir sie nicht, okay. Aber diese ganzen Schädelsachen musste hier einmal aufheben und die Dings anquatschen. Oh, hier sind auch ein paar Stealth. So, das brauchen wir. Hier ist noch ein Schädel. Und das Dings-Item können wir auch noch mitnehmen. Liegt das drin? Oder ich glaube, das liegt oben drauf, ne? Das ist, glaube ich, nicht in der Höhle drin. Aber ein Schädel ist da zumindest drin. Ja, wo ist es denn? Naja, 15.000 bringt es noch. Das ist nicht so schlecht. Wenn ich jetzt, glaube ich, noch ein Level aufsteige, dann sind es wahrscheinlich noch so 12.000, was ich dann kriege. Wird dann halt jedes Mal mit jedem Level weniger. Ich glaube, in der großen Höhle waren relativ viele Schädel. Jetzt mal schauen. Okay, das haben wir fertig. Ja, schau, ich wusste es doch. Brauchen nämlich noch ziemlich viele. Können wir nämlich die Quest auch noch abgeben. So, jetzt brauche ich schon 500.000 EP für ein Level Up. Das ist dann doch nochmal ein gutes Stück mehr. Jetzt zieht es halt richtig an, ne? So im Bereich dann nach Fleetchen hin. So, wo haben wir denn jetzt noch einen Schädel? Jetzt haben wir quasi noch ein einziges Bonusziel. Gilex, hey, grüß dich. So, das können wir jetzt beim Kessel abgeben gehen. Das nehme ich mir ganz gern mit, weil du eh hier... Ja, schau, der Dings, der Quest hat jetzt auch 15.000 gebracht, wo ich halt 10 Sachen anklicken musste. Und bei dem einen, sonst musst du einen Teil anklicken, kriegst auch 15.000, also... Es lohnt sich halt null in WoD zu Quest oder Dungeons zu machen. Eigentlich nur die Bonusziele und die Bonus-Objectives halt mitnehmen. Warte mal, waren das? Hier war das, glaube ich, irgendwo in diesen Sträuchern drin gelegen, ne? Dass man echt schlecht gesehen hat hier. Naja, dachte ich mir, 12.000 kriege ich jetzt noch. Geht nochmal ein gutes Stück runter. Aber ja, 12 KIP sind immer noch ganz gut, ne? Vor allem, wenn du erholt bist, dann kriegst du ja von diesen Bonus-Objectives das Doppelte. Ne, wenn du am Anfang kriegst du irgendwie, glaube ich, 25k, also bis zu 25k von so einem Ding. Wenn du dann noch erholt bist, sind es halt 50.000, ne? Was du für ein einziges Ding bekommst. Und du brauchst ja dann für die ersten paar Level nur so 300k. Und dann machst du 6 Teile auf bis ein Level ab. Das ist halt richtig krass. Aber dann ist halt dein Erholt-Bike noch relativ schnell weg, ne? Also, das hat sich dann auch ziemlich schnell gegessen mit dem extra EP. Ah, jetzt müssen wir mal gucken, wo hier das ganze Zeug flackt.
So, du hast nicht mal die Erbstücke. Okay, natürlich, das ist natürlich dann blöd. Deswegen, ja, ich dachte mir schon, warum du so weit abgehängt wirst, aber wenn du keine Erbstücke hast, dann ist klar. Aber du kannst ja die Bonusziele auch schon mit einem niedrigeren Level mitmachen. Also du musst da nicht zwangsläufig 100 sein, sondern du kannst das mit 98 auch schon mitmachen. Das ist nicht das Problem. Wir nehmen jetzt hier einfach noch ein paar mit, dass ihr zumindest noch ein bisschen vom Level hochkommt. Okay, du bist 99 und 98. Also ihr könntet beide auch schon drüben dann die Sachen mitmachen. Also das passt. Nehmen wir jetzt halt noch ein paar mit und dann gehen wir runter. Ja, Lexi ist schon da. Ich weiß nicht, bloß, der ist wahrscheinlich gerade AFK. Aber vorher war er auf jeden Fall auch im Chat aktiv. Also da ist er prinzipiell. Das ist immer praktisch, wenn man eine Klasse levelt, ne, die man auch als Main hat, dann hat man auch die ganzen Transmog-Sachen. Wobei ich jetzt beim Leveln nicht so viel Wert aufs Transmog lege, um ehrlich zu sein. Na, Ich finde es siehste. gut. Du findest es gut, ja. Ich merke das schon. Ich bin so weit weg. Ja, da kann man sich alle 10 Levels nochmal auf etwas freuen, ne? Oder ja, Okay. oder 20 Levels, dann hast du wieder ein neues Set, was du anziehen kannst. Gut, kann man natürlich so aussehen, ja klar. Gibt es einen Hafen hier auch noch Ja, als Bonusziel? da wollen wir jetzt hin. Das ist das nächste, wo ich jetzt hin wollte. Ich dachte mir, auf dem Weg nehmen wir noch ein paar mit, dass ihr ein bisschen nachziehen könnt vom Level. Zumindest war das das Ziel. Aber jetzt lass mal Richtung Hafen fliegen. Ach so, bist du noch unten? Ja, hier sind überall Schätze. Naja, da gibt es richtig viel Zeug. Ich fliege jetzt auch, also Richtung Hafen, nehme jetzt hier noch ein paar mit von den Dingern und dann lass den Hafen machen. Vielleicht bin ich dann auch schon 103. Da will ich in etwa hin. Wenn nämlich 103, also ab 103 lohnt sich eigentlich so gar nicht mehr, die Schätze zu machen, weil ich krieg halt jetzt schon nur noch 12k und wahrscheinlich dann wieder 2k weniger. Ich schätze mal, dann kriege ich wahrscheinlich noch so 10 bis 9k. Ich muss Fuck, ist mich erstmal näher. durchgefallen. Da brauchst du Skill für den Schatz, ne, den ich anscheinend nicht besitze. Ding ist es unten? Kann es eigentlich nicht sein. Ah, oder ist das in der Höhle drin? Ah, ne, das ist wahrscheinlich da noch ganz eins höher. Hier an dem Baum, oder? Aber kenne ich doch die ganzen Geschichten. Ah, hier ist es. Hier ist das Fläschchen. So, dann kommt, ja, genau, am Ast. Ich hab's gerade noch gefunden. Dann kommt man langsam hier hinter zum letzten Bonusziel. Da dürfte jetzt auch nicht mehr, naja, 40k sind es noch, die ich krieg. Besser als nix. Zu weit weg. Ich glaube, bis ich den Char hier fertig habe, habe ich auch meine ganzen Schar des Zorns Runs durch. Gut wäre es, wenn du zumindest noch etwa auf 100 kommst. Dann verlierst du nicht so viel, dass du nach Dings gehst, nach Legion jetzt schon. Weil bis 100 kriegst du ja noch die volle EP von den Schätzen, ne? Ja, also bei mir sind jetzt nur noch 22%, die noch fehlen. Kein Problem, wir können ein Bonusziel machen und dann ruhig. Okay, gut. Dann nehme ich jetzt hier noch die Dings mit und dann begeben wir uns mal alle so langsam da runter. Dann können wir den noch fertig machen. Ach, das war glaube ich hier oben, ne? Ich Dann bin porten so wir weit uns weg. einfach nach Ugrimmar, nicht nach SW, wie ich vorhin angemerkt hatte. So, wie viel brauche ich denn jetzt noch? Char? 2 Chars brauche ich jetzt noch für den Char des Zorns, dann bin ich tatsächlich fertig. Schwere Geburt. So, dann kommt mal zusammen. Hier, wir müssen vor allem diese Sachen hier alle wegklopfen, ne? Ich brauche ein Ziel.
Bist du immer noch am Aschenhund dran? Oh, das ist bitter. Das ist bitter. Und da habe ich auch relativ viele Versuche gebraucht, ne? Da war ich mit dem Dings, mit dem Mechadrill-Mount, gut schneller. Da hatte ich ein wenig Glück gehabt. Genau, also das ist jetzt hier das letzte Bonusziel, das man machen kann in Dings. Ich weiß gar nicht, oder gibt's ein... Na, nee. Im Tannan-Dschungel gibt's noch Schätze, aber das lohnt sich nicht. Die haben sie irgendwann mal gepatcht. Die haben eine Weile lang noch weiter so viel EP gebracht, ne? Wie sie quasi auf 100 bringen, aber das haben sie irgendwann rausgepatcht, leider. Tausend bei Auge des Sturms, what the hell? Jimot, hast du 35 Tries? Ich habe, glaube ich, insgesamt 15 gebraucht. 15 oder 20, irgendwie sowas. Also was echt im Rahmen ist. Aber das habe ich alles quasi an einem Tag durchgeballert. Den Tag hat nichts anderes gemacht, als diesen LFR zu laufen. Und das war schon echt ätzend, muss ich sagen. Also da gibt es echt schönere Sachen, die man machen kann. Sudala. Ich bin 100. Du bist 100? Dann würde ich sagen, machen wir jetzt noch ein paar Schätze. Ich will nur auf 103 kommen. Mir fehlen jetzt noch 70k EP. Und dann lass rübergehen nach Legion. Gut. So, auch noch ein paar Sachen aufsammeln. Am besten tut sich unser Rogue jetzt schon mal nach Dalaran begeben, weil du hast ja immer ein bisschen Schwierigkeiten mit den Sachen. Dann gehst du schon mal nach vor, quasi. Also wir treffen uns dann am nächsten Spot, quasi in Asuna direkt. Heißt, einmal nach Orgrimmar die Prequest annehmen und dann quasi mit der Prequest nach Dalaran und dann runter nach Asuna und da fangen wir dann an. Und ich sag's wieder, wer zu spät ist, hat Pech gehabt, ne? Also. Kann keiner mehr behaupten, dass ich es nicht früh genug gesagt hätte. So. Dann einen Schatz brauche ich noch, dann können wir loslegen. Du kannst ja auch so die Geschichten, wenn dann im LFR machen. Oder dementsprechend eine normale Gruppe für machen. Wobei, ich habe das im LFR gemacht, weil ich nicht Bock hatte, mit meinem Gammelchars mir eine Normal-Gruppe zu suchen, weil das halt schon immer echt ein bisschen nervig ist. Ah, okay, ich brauche doch noch einen Schatz mehr. Hat doch nicht ganz gereicht. Du kannst mit 98 die Quest schon machen, wie gesagt. So. Dann können wir einmal. Bringt mich denn der Ruhestein hin? Ah, Agentin nein. Ich hab den immer noch in diesem komischen Dingsposten, ne? Diesen Ruhestein. Aber der ist neben OG, das passt. Passt. Ich hatte ihn in Agentumwacht, weißt du? In Sul. Was ist das hier? Suldrak. Ah, okay. Ja, gut, das. Stimmt, warum hab ich denn da nicht hingesetzt? Stimmt, da waren wir letztens auch, ne? Jo, danke fürs mit durchziehen. Ja, vielen Dank. Sehr schnell. Ja, das merkst du, das bringt schon immer einiges, wenn du da Leute hast, ne? So, dann einmal jetzt nach OG, dann nach Dalaran und dann machen wir jetzt quasi in Legion noch ein bisschen was. Ich hoffe, die zwei Level müssten wir noch zusammenkriegen. Dann bin ich zumindest schon mal 105 und dann ist es nicht mehr viel. Schauen wir mal. Ich bin halt so hin und her gerissen, ne? Eigentlich ist das Legion-Invasion dann schon das Beste, dann
dann warte ich einfach ein bisschen mit dem Charm. Oder ich gucke mal noch. Vielleicht schaue ich mir eine Timewalker an und im Vergleich eine normale Ini. Das würde mich eigentlich schon noch interessieren. Ja, würde mich auch interessieren. Ich denke, Timewalker ist schon schnell. Ja, ich kann es halt schlecht abschätzen, was du dann quasi auf dem Level kriegst, ne? Ja, steht 100.000, ne, 90.000 bei mir drin, wenn ich Zeitwanderung anklicken wollte. Ja gut, aber das steht bei einer normalen auch drin, ne? Legion Dungeon kannst du jetzt nicht angucken. So, was haben wir denn da jetzt? Dunkle Portal bräuchte ich nicht. Achso, jetzt muss ich in die Dings rein wahrscheinlich, ne? Für die Pre... Ah, ne, hier musst du hin für die Pre-Quest. Diesen Geschichtsstrang kenne ich bereits. Vor OG den Typen einfach anquatschen. So, Dalaran. Und auf nach Asuna. Ach du Heilige, was habe ich denn da alles in der Post? Anscheinend haben da einige Sachen gebuggt. Die habe ich irgendwie gar nicht ins Inventar gekriegt. So. Quasi machen wir jetzt in Asuna das Naga, die zwei Naga-Teile und dann... Ach, schau mal, das brauche ich sogar für Transmog noch. Nehmen wir das mal mit rein. Schild? Oh mein Gott, habe ich die ganze Zeit ohne Schild gespielt? Sprechen. Aber wie lange spiele ich schon ohne Schild? Ich hoffe nicht in den Instanzen auch schon. Ach nee, das war jetzt nur wegen dem Transmog-Item. Okay, wollte ich gerade sagen. Weil ich ja jetzt gerade die Zweihandwaffe angezogen habe wegen Transmog. Das wäre jetzt echt bitter gewesen, wenn ich die ganzen Instanzen ohne Schild gespielt hätte. Wollte schon sagen, ich bin gut, aber nicht so gut. Da will er sich wieder selbst loben. Nee, Leder brauchen wir nicht. Leider Leder-Items, ne? Dalaran Ruhestein, so. Und direkt nach Asuna? Ja, genau. Direkt nach Asuna runter. In Dalaran brauchst du den Ruhestein ja nicht legen, du kriegst ja direkt den Dalaran-Ruhestein an sich, weißt du? Ja. Den nehme ich meistens gar nicht. Ich habe meinen jetzt immer noch in dem komischen Dings-Festung. Genau, einfach nach Asuna und dann machen wir hier quasi die World-Quests. Also nicht World-Quests, also auch diese Bonusziele. Ja, dem Schurken musst du es ein bisschen ausführlicher erklären. Er hat das Dalaran jetzt den Nordend genommen. Das ist schlecht. Ich hab's doch aber im Stream auch gezeigt, wo der ist. Ich hab kein Ziel. Du kannst ja dann beim nächsten Ding mit einsteigen. Dann musst du halt 1-2 skippen. Ja, es gibt in Nordland, glaube ich, ein OG-Portal wieder. Dann kommst du zurück wenigstens. Genau. Dann nimmst du an diesem Schild oder irgendwo kannst du ja auch die erste Legion-Quest annehmen und dann wirst du sofort vor die Tür geschickt. Vor OG. So genau sagen. Du musst die Quest gar nicht annehmen, du kannst ja direkt mit dem Typen sprechen, der portet dich dann nach Dalaran. Also die ganze Questreihe musst du nicht spielen. Vor allem, ich glaube, wenn du sie annimmst, dann weiß ich gar nicht, ob du dann die Dialoge auch soweit hast. Ich würde die Quest lieber mal nicht annehmen, sondern einfach direkt dahin gehen zu dem Typen. Also meine Waffe und Schild sind jetzt auf 90 gekappt. Ach so. Ich hab's nicht weiter gelevelt. Okay. Ja, wie oft spiele ich einen Heiler? Oder warte mal, ich kann doch einen Zweihandstab nehmen noch, ne? Ich muss erstmal was anbieten. Doch, auch als Paladin, ne? Weiß ich gar nicht, ich bin mal als Paladin nicht sicher. Als Worry geht's, glaube ich. Test dich mal. Noch nicht gezeigt, wenn ich nur auf Paladin heilig die Sachen anzeigen lasse. Jeder Trank ist abgelaufen. Jo, klar, alles klar. Dann, ach so, warte mal, ich hab die rausgezogen. Der Gegenstand lädt noch ein bisschen auf.
Den Stab kann Paladin nicht tragen. Das dachte Schade. Ich mir. Worry ist, glaube ich, die einzige Klasse, die wirklich jede Waffe tragen kann, ne? Ich habe damals, das war in Burning Crusade, wurde das erste Mal eingeführt, dass Worry 2-2-Waffe tragen kann, ne? Und dann habe ich, da hatte ich nicht viel Gold und dann wollte ich mir halt eine 2-Waffe noch kaufen, habe den Speck genommen und dann habe ich mir halt einen 2-Stab gekauft. Und bin mit einem, glaube ich, mit einem 2-Schwert und mit einem 2-Stab rumgelaufen und das ging halt, ne? War halt totaler Schwachsinn, weil das halt ein Casterstab war. Und das war das Einzige, was ich mir leisten konnte als 2-Waffe. Also der sah aus. Stangenwaffen sind mir bekannt, aber Stäbe auch? Das Stäbe? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir einen Stab gekauft habe. Ich müsste mal. Wahrscheinlich haben die da auch schon wieder ein bisschen was geändert. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir damals Burning Crusade, dass ich mit einem 2-Stab rumgelaufen bin. Also mit einem Schwert meine ich, mit einem 2-Schwert, was ich vorher schon hatte. Und dann habe ich mir halt noch einen Stab dazu gekauft. War richtig gut. Ja, so musst du das machen. Ich brauche ein Ziel. Hat denn das Ding jetzt gebracht? 80k, naja. Semi-mäßig. Das hier ist halt die beschissenste von den ganzen Dingern, ne? Weil die halt wirklich ewig dauern. Die ist auch richtig nervig. Achso, wenn noch irgendein. Das hatte ich ja ganz vergessen. Wir sind ja in einem neuen Levelbereich, ne? Wenn noch irgendjemand mit will, könnt ihr einfach einsteigen. Wir machen jetzt halt eins nach dem anderen. Müsst ihr halt schauen, wo wir gerade sind. Könnt ihr gerne mitkommen, wenn ihr wollt. Geht halt in der Gruppe alles ein bisschen schneller. So einfach quasi mit reinqueuen. Wir machen jetzt quasi das hier, dann hier. Und dann halt quasi hier so weiter durch, bis wir alle fertig haben. Das Ziel kann ich nicht angreifen. Wie viel Prozent hast du gerade? 32. Ah. Ja. Nee, also BFA-Inis laufe ich nicht. Das lohnt sich nicht, da mache ich Inseln. Aber hier werden wir vielleicht Dungeons machen. Das muss ich mal gucken. Ich will es mir vielleicht mal angucken, um dann mal zu schauen. Du weißt schon, dass du mich langsam sauer machst, ne? Mit der Unfähigkeit. Keine Ahnung, sowas geht mir auf den Nerv. Versuche ja immer nett zu bleiben, aber wenn ich schon zeige und alles und dann trotzdem, ne? Das wäre immer ganz cool. Ich brauche ein Ziel. Nee, das macht auch keinen Sinn. Also du Instanzen ziehen macht ja eh keinen Sinn mehr, weil du kriegst ja dann kaum mehr EP. Aber hier im BFA-Bereich mache ich halt wirklich nur Inseln, weil ich da eh die Mounts noch haben will. Da lohnt sich das halt mehr. Und jetzt hier in Legion mache ich eigentlich auch meistens dann die Invasion, weil das halt effizienter ist. Ich wollte es mir aber jetzt mal angucken zumindest. Und dann schauen wir einfach mal. Nämlich noch ein paar Aufgespießte rausholen.
Gut. Die haben richtig viel gebracht. Die aufgespießten. Ja, ja, die immer die Sachen, die du anklicken kannst, die bringen im Verhältnis viel mehr als die Mobs, die du umhaust. So, dann einmal rüber. An dem sind wir schon fertig. Du kannst eigentlich mitkommen. Das haben wir schon so fertig gemacht. Hast du für beide Pets zusammen 50k gekriegt oder für jedes 50k? Also, es wäre beides krass, ne? Ich muss nachher mal gucken mit den Pets, ob ich jetzt mal auf Anto welche verkauft habe. Was für eins, what the fuck, da ist er richtig Lack gehabt. GZ an der Stelle. Ach du Heilige. Hast du richtig Lack gehabt. Ich werde euch zerstückeln. Ich hab kein Ziel. Ja, ich hätte das auch mit ein bisschen mehr machen sollen. Es hat auch ein bisschen Luck, dass du da ein bisschen was verkauft kriegst. Ich habe scheinbar nichts verkauft, ich werde immer unterboten. Ja, du musst da halt teilweise auch echt dranbleiben, ne? Und die immer wieder neu reinstellen, das ist halt das Problem. Das ist dann halt auch wieder zeitaufwendig. Ich muss erstmal näher ran. Ich hab Burg hat dich verabschiedet. Ich muss erstmal was anbieten. Hat gemeint, er switcht den Char. Achso. Weiß ich nicht, was er da genau machen will, aber ich habe ihm halt jedes Mal gesagt, er soll halt schon mal hingehen, hin und das machen, gezeigt, wo es ist, und irgendwie kriegt das halt partout nicht hin. Können ja gerne Leute mit, aber dann sollen sie halt auch das machen, was ich sage, ne? Und sie müssen ja nichts killen oder nichts anderes machen, sondern einfach nur dastehen. Bloß wenn dann jedes Mal wieder irgendwer zurückfliegen muss, das bremst halt die ganze Gruppe auf, bloß weil einer halt nicht hört, was er machen soll, ne? Das ist halt nervig. Also um die Leute mal ein bisschen in den Schutz zu nehmen, ich glaube 90% der Leute kommen einfach nicht mit deinem Tempo hinterher. Ja, da musst du halt, ne? Wenn du hier mit willst, dann musst du halt... Musst du halt speeden können. Wenn du nicht speeden kannst, dann musst du ein, zwei Sachen auslassen. Und das machen die meisten nicht. Dann hast du sofort, hängst du immer hinterher. Ja, das habe ich ja vorhin gesagt. Wenn du bei einem nicht fertig bist, dann nicht versuchen, das fertig zu machen, weil dann hängst du bei jedem her, sondern einfach mit der Gruppe aufschließen und dranbleiben. Dann ist das kein Stress. Wenn du mal ein Ding nicht hast, ist ja auch kein Ding. Aber wenn dann jeder wieder woanders hinfliegt und jeder sein eigenes Zeug zusammenbrödelt, dann kommst du halt nicht in der Geschwindigkeit durch. Dann brauchst du halt immer zwei, drei Tränke und brauchst halt x-mal länger und das ist halt nervig. Das will ich halt auch nicht. So, jetzt müssen wir mal gucken. Hier, das muss leider jeder einzeln aufmachen, das Zeug. Ach, der Noobzocker, hey, grüß dich. Hallo, Mädel. Das ist eigentlich immer auch ganz gut. Einer von den Dudus eben, ne? Der Noobzocker, oder? Ja. Sonnenhof ist der Noobzocker, den kenne ich mittlerweile. Das habe ich mir gemerkt. Ich schaff's ja kaum, mir Leute zu merken. Mit dem habe ich schon hier Dings gemacht. Wie heißt's? Hier. Schon Mythrax, Mythrax. Da. Ja. Da waren wir schon dran. Ah, die Stimme kenne ich doch. Du hast auch mal in Paladin mitgespielt, oder? Ich bin immer da, wenn's darum geht, irgendwas hoch zum Ziel. Ja, danke fürs Ziehen. Auf jeden Fall, ja. Das hilft was. Kannst halt
Vor allem bei diesen Bonus-Szenen ist das halt noch der einzige Bereich, wo du irgendwo supporten kannst, ne? Alles andere geht ja nicht mehr, leider. Wenn du gut, noch wie damals Innis ziehen jetzt, könntest, ne? Jetzt war es ja ein bisschen sinnlos, jetzt hatte ich halt nur der eine Fahrzeug, weil ich ganz mit dem Schurke irgendwo rumgammelt bin. Naja, hat er trotzdem gepasst. Eigentlich wollte ich gucken, ob wir nochmal ein bisschen schneller sein können als das letzte Mal. Du hast ja mit jedem Char, den du hochspielst, nochmal so ein bisschen mehr Erfahrungswerte, ne? Weil du das ja dann schon mal gemacht hast, gucken kannst. Und ich versuche immer so den Levelprozess noch ein bisschen zu verbessern, um zu schauen, was geht, ne? Was man noch ein bisschen schneller machen kann. So, dann lass mal zum... Warte mal, seid ihr noch nicht fertig? Oh, noch ein. Eine Schwinge. Ach so, okay, ja. Stimmt, die musst du ja blöderweise einzeln machen, das ist richtig nervig. So, fertig. Dann können wir jetzt hier hoch zum nächsten Fluss des Albtraums. Ich hab kein Ziel. Ich muss mir demnächst mal überlegen, ob ich mir jetzt so ein Dings-Char mache, ne? So einen Freehold-Dings-Char, aber ich habe halt nur noch einen. Ja, ich habe halt nur noch einen. Nur noch einen Char auf 110 in Demon Hunter. Und ja, weiß ich nicht. Ich will mir jetzt eigentlich keinen DH löschen, das wäre halt schon ein bisschen arg gewastet. Deswegen muss ich mir überlegen. Und vor allem der eine, den ich jetzt auf 111 habe, den könnte ich zwar auch hernehmen, ne, weil ja 111er Char bzw. 110er oder 111 beides gehen würde. Bloß das ist halt ein Horden-Char und ich hätte halt lieber das mit dem Ali gemacht, weil ich auf dem Ali ja mehr Gold habe, um mir auch dann so Mounts kaufen zu können und so ein Gedöns. Oh, Level Up. 104, ja, auf 105 komme ich auf jeden Fall noch. Ich glaube, mit dem Großen müsstet ihr auch fertig werden, oder? Mit dem Ding hier? 66%. Ja, habe ich vorhin so viele Mobs schon umgehauen. Aber das geht schnell. 82. Kann ich die Blumen blöderweise nicht mehr aufmachen? Na schau, da ist nochmal ein großer. Aber damit müsstest du es haben. Wunderbar, okay. Dann weiter. Oh. Was ätzend wird, ist das Ding dann gleich. Hier, die Eier, ne? Bei dem Drachending im Sturmheim. Das ist immer richtig nervig. Ja. Das ist das Schlimmste. Warte mal, wir können ja mal gucken. Dings können wir jetzt theoretisch auch schon, ne? Time Walker geht auch. Zwei Tanks. Achso, nee, jetzt nicht in der Konstellation, aber jetzt allgemein, ne? Das, was wir queuen können, um das ging's mir jetzt. Ja, wir können ja mal halt gucken, was dann so eine Time Walker bringt, ob das im Verhältnis viel mehr ist als eine normale Instanz oder ob sich das überhaupt lohnt. Hier mal ganz Interessantes zu sehen. Jetzt muss man in Liertchen fliegen. 3 Millionen Experience pro Stunde? Ist das richtig? Harpien aus den Hexenlanden lassen ist 3 Millionen. Oben in deiner Leiste. Achso, das hier, was zeigt denn das an? 4 XP pro Stunde anscheinend. Ja gut, das kann ja hinkommen. Du brauchst ja... 500.000 ist ja ein Level. Wir haben jetzt in einer Stunde haben wir 10 Level gemacht. Also das kommt schon hin.
Das kommt tatsächlich hin. Warum kann ich das Zeug nicht anklicken hier? Jetzt. Weil bei mir stehen 1,4 Millionen. Ja, wird wahrscheinlich daran liegen, dass quasi deine zurückliegende Stunde noch die Dings reinfällt, die ganze gute EP, wo du unter 100 warst, weißt du, immer die volle gekriegt hast. Und ich habe ja jetzt in der letzten Zeit nur noch immer die Anteile gekriegt, weil ich ja schon über 100 war. Ich bin ja auf 103 schon gekommen da. Weißt du, deswegen ist hier nur die Quest da. Deswegen ist es... Nö, lass die liegen, keine Ahnung, das lohnt sich nicht. Deswegen hast du natürlich mehr als ich. Weil ich habe ja jetzt am Ende nur noch 10k für so ein Bonusziel, für so ein Bonus-Objective gekriegt und für so ein Bonusziel auch fast nichts, nur noch 50k oder so. Du hast ja dann über 100k wahrscheinlich noch bekommen. Oder 150 sogar. Deswegen hast du da mehr. Nee, deswegen wundert mich ja, dass du mehr als doppelt so viel da stehen hast. Du hast 3 Millionen stehen und ich habe 1,4. Ach, du hast 1,4? Okay. Ja. Oder habe ich relocked? Das kann natürlich sein, oder ich bin einfach besser als du. Ja. Das können wir ja mal ausschließen. Okay, also das ist so abwegig, ne? Das kann schon gar nicht sein. Ja, haben gut. Wir ja in dieser Waschier-Ini da gesehen. Warum, was hast du da gesehen? Der Damage vom Heiler. Ach, ja. Ich habe aus Mitleid, habe ich dich gewinnen lassen. Hast ja sonst nichts. Dann dachte ich mir, komm. Ach ja. Ja, voll die Taschen. Was kann, nee. Wie gesagt, ich habe halt nur begrenzt Slots und ich adde halt jetzt nur noch Leute, die mit denen, wenn dann irgendwas Bestimmtes mache, ne? Das zum einen. Oder halt Leute mit quasi die Kanalmitglieder sind, weil ich halt einfach nicht jeden adden kann, da muss ich das halt leider begrenzen. Ich kann mal gucken, wie viel ich jetzt gerade wieder drauf habe. Moment, 100. Naja, ich habe 8 Slots im Moment, ne? Also 8 Leute kann ich gerade noch auf die Friendlist packen. Dann muss ich halt wieder anfangen, die runter zu kicken. Deswegen gucke ich da halt immer. Das ging schnell hier. Oben an die Küste als nächstes? Ja, genau, wo? An die Küste. Oh. Nee, ich habe das ja mal früher gemacht, dass ich mal die Leute so angenommen hatte, aber du hast halt das Blizzard halt komplett begrenzt, halt ist das halt echt blöd. Und ich habe halt so, weil ich halt schon lange spiele, so viele Leute drauf. Deswegen muss ich da gucken. Und da haben sich auch einige, die quasi dich nur geedit haben, und dann hast du diese Leichen auf dem Battletech und das mache ich halt nicht mehr. Vor allem bin ich dann nur noch am Aussortieren. Lass die Sportwetten sein. Die Biko verballert, okay. Ja gut, das kann man auch machen, ist gut investiert. Okay, alles klar. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht. Haben wir denn dann noch das hier? Das Murloc-Ding haben wir danach noch und quasi die Sturmdrachen. Mal gucken, ob das reicht, dass ich nur auf 100 Dings komme. Tja, okay. Du dummer Spacken. Ich war beim Schar des Zorns, ne? Und dann habe ich einen Gruppeninvite von einem angenommen, von so einem Priester. Und was der die ganze Zeit macht, ist mich mit Glaubensgrip immer weiter vom Schar des Zorns wegzugrippen. So ein dummer Spacken, echt? Keine Ahnung. Also wenn, ist das einer hier aus dem Stream, der mich kennt. Ich dachte mir, gut, ich nehme mal den Invite von dem Typen an, ne? Ist ja wurscht. Und dann grippt der mich immer weiter von dem Schar des Zorns weg. Bis ich habe ihn schon fast einmal gesehen. Finde ich gut, die Idee. Naja, finde ich nie so gut. Dann spawnt er und ich kriege ihn nicht. Das ist jetzt quasi der letzte Char, wo ich es brauche. Dann habe ich quasi mit allen wieder den Char des Zorns gelegt. Warte, ach, ich habe gar keinen Dings hier. Was ist denn das jetzt schon wieder? Spackt wieder rum. Gar keine Anzeige. Hier. Seht ihr, hier ist überall. Ach nee, mit. Ach gut, mit dem Char kann ich noch killen. Der ist ja jetzt auch 104, ne?
auch über 90, aber hier habe ich 1 von 6 mit allen. Und auf dem zweiten Account, da habe ich jetzt auch, sind ja überall 1 von 6. Bis auf dem, wo ich jetzt hier gerade stehe. Jetzt bin ich aus der Gruppe rausgegangen. Und dann kann er mich, glaube ich, auch nicht mehr grappen. Ah, Shard of Spawn da gerade, der Shard of Thorns. So, ihr erlebt jetzt mit, wie ich das Shard of Thorns Mount kriege. Ja gut, ich mach schon mal Headset weg. Ach, du halt mal. Die Ohren. Warte, ich muss bloß gucken, dass ich nirgends dagegen fliege. Ja, das passt, bis dahin spawnt er. So, jetzt mit hier, Shard of Thorns okay, Mount. Ich bin ready, hau rein. Mit Ansage. Komm, gib's mir. Er spawnt halt so langsam, ich bleib lieber stehen hier. Nicht, dass ich wieder zu weit fliege. So, hier, Schall des Zorns, gib mir deinen Mount. Ah, okay. Okay, war nur eine Schatzkiste drin. Hätte ja sein können. Hätte ja sein können. Ja, gib's mir. Aber leider war es nicht drin. Anti, fühl dich nicht angesprochen. Nee, das kannst du nicht verkaufen. Wir hatten ja letztes Mal die Diskussion, ob das handelbar ist, aber da bin ich immer noch der Meinung, dass das wahrscheinlich nicht handelbar sein wird. Ja, Anto. Hätte die Fahrradkette, ja. Leider. Schön wär's gewesen. Sollte leider nicht sein. Also hier, die bringen die Eier auch immer am meisten, deswegen sofort immer die Eier ran und dann erst an die Drachen. Immer an die Eier ran. Ja, absolut, ja. Immer an die Eier ran. Wie Oliver Kahn, wir brauchen Eier. Hier habe ich zwei. Zwei Eier? Mhm. Echt? So, so. Ey, lass meine Eier in Ruhe. Oh Mann, wir sollten aufhören damit. Ja, ich wollte gerade sagen, wir werden uns dann noch so einige Sachen einfallen, aber das führt, glaube ich, zu nichts. Deswegen lassen wir das lieber. Ich muss gerade mit dem zweiten Account hier noch schnell gucken. Jetzt bin ich nämlich mit dem Schar fertig. Jetzt mache ich nebenbei Pet Battle, nicht Pet Battle, sondern hier, na, wie heißt diese komischen Pets vom Event. Na, okay, du hast hier schon alles umgebrezelt. Da haben wir noch ein Ei. Da hinten müssten, glaube ich, noch welche sein, oder? Hier unten, wenn ihr da noch nicht wart. Ah, schau, da sieht's gut aus. Stimmt, Dunkelmond-Jahrmarkt, aber jetzt brauche ich eigentlich auch keinen Dunkelmond-Jahrmarkt mehr holen. Shit, Dunkelmond-Jahrmarkt wäre halt richtig gut gewesen, in Draenor zu holen, ne? Fällt mir jetzt gerade so auf. Das habe ich mir sogar vorher extra gedacht, dass man den hätte holen sollen. Und vor den Bonus-Dingern hätte es hier halt auch gelohnt, das zu machen. Aber jetzt ist halt nur eins, jetzt wollen wir auch nicht mehr rüber. Naja, so, das Murloc-Teil haben wir noch. Ah, vielleicht kriege ich da noch genug EP, dass ich quasi noch Level up werde. Wie lange streamst du noch, Tela? Tja, das ist eine gute Frage. Das ist eine gute Frage. Dass Kultisten aus dem Haus Sturmsang versuchen könnten, ihren Einfluss in Boralus auszuweiten, entlarvt sie. Also meinst du Schar des Zorns? Ja, du, da kann ich schon jeden einladen, das bleibt sich vollkommen gleich, aber ich glaube nicht, dass du es handeln kannst. Die Dings-Mounts, die Volpos-Mounts kannst du, glaube ich, nicht handeln. Aber du kannst, wenn ich das farm, kannst du gerne in die Gruppe rein und wir können es probieren, ne? Also Schaden tut's ja nichts, aber ich bezweifle, dass es geht, um ehrlich zu sein. Was kann
So. Warte mal, bis alle da sind hier. Aber ich glaube nicht, dass du das handeln kannst. Nee, wir hatten das doch mal. Ich glaube, Nati hat das Dings bekommen, ne? Das Mount von Andastan. Das meinte, dass es nicht ging. Oder zumindest hat sie das gesagt, dass es nicht geht. Da könnte ich halt auch die Scharwolkeschlange aus dem Schwarzmarkt-Auktionshaus bekommen. Und da könntest du ja das theoretisch auch ins Auktionshaus oder so stellen, wenn du es handeln könntest. Ja, nee, seelengebunden ist es schon, aber du kannst ja Items, wenn der in der Gruppe war, kannst du ja weitergeben, ne? Wie beim Raid auch. Kannst du ja auch die ja, Items weitergeben. Wer gibt so ein seltenes Mount weiter? Ja. Aber ja, gut, wenn das also ein Mount so. wie dieses Yogg-Saron Mount da in Ulduar, das ach, konnte mir auf. Das konnte mir mein Bruder einfach traden, weil er ja, das kann Trader. In Inni schon, Trader. Bloß die Vault-Boss ist, glaube ich, was anderes. Inni und die Mounts geht, das ist klar, ja. Hm. Oh, scheiß Yogg-Saron Mount Drop laufen mich auch nicht mehr. Das ist so eine Sache, ja. Es gibt ja viele, die denken, das droppt bei Mimiron, ne? Und fahren die ganze Zeit Mimiron und wundern sich, gut, das Mount nicht. Was ich auch so dachte, bevor, früher, wo es bloß bis Kata ging mit dem scheiß Dungeon Finder oder. Oder Kuhkonch, was die Bosse droppt. So. Jetzt haben wir hier die ganzen Bonusziele fertig. Wollen wir mal einfach ein Dings, ein Timewalker queuen? Kannst du mit. Obwohl du hast also wahrscheinlich kann, da kein DD-Spec mehr, oder? Aber ich kann nur Heal gehen mit meinem Dingens. Ich hab kein Ziel. Wenn wir bei zwei Tanks spielen, ist ja vollkommen wurscht. Du mit Timewalker Inni. Dann queust du halt einfach das DD und bleibst halt einfach ein Bären, oder? Scheiß drauf. Ist ja vollkommen egal. Ey! Epic, danke dir für'n Hosten. Schauen wir mal. Ich weiß halt, ich kann es halt echt nicht einschätzen, wie viel EP du in der Timewalker kriegst in dem Levelbereich. Ob das ein ganzes Level ausmacht, theoretisch, oder wie viel du da kriegst. Schade, die Kiste bringt keine EP. Es gab nämlich manche, die EP brachten. Oh nein, das ist halt ein dreckiger Laden. Oh, ich bekomme jetzt hier auch mal scheiß Mount. Ach, jetzt schreibt er gerade, darf ich mit? Ja, du hättest schon mit können, aber das habe ich jetzt zu spät gelesen. Stimmt, wir hätten hier ein paar Leute aus dem Streamer mitnehmen können. Wieder. In der Bärenform. Bubble. Ja, ich bin auch eingeembert. Muss die hier aus. Oh, fuck it. Ding rausziehen. Ich bin gleich wieder im Ember. Kann ich nichts machen. Ich bin auch weggestunt. Okay, jetzt sieht's gut aus. Hand auflegen gegeben, wir müssen da unbedingt aus dem Ding raus. Wir müssen jetzt mal was töten hier. Wir müssen schnell, schnell zu den nächsten Dingen, dass wir unseren Buff nicht auslaufen lassen. Ich muss erstmal näher ran. Bin ich dabei gerade? Ich hab gebubbelt. Fuck, jetzt ist mein Buff weg durch die Bubble. Nein! Nein! Ach, dammit! Opa hat ihn. Hat ihn noch, ja. 24 Stacks. Jetzt ja. Die DDs haben jetzt halt den Buff noch. Scheiße, jetzt habe ich halt 8 Stacks nur. Das ist halt jetzt bitter. Aber du klatscht halt übelst raus, wenn du den Buff hast. Das sind halt 240% mehr Damage, ne? Deswegen, halt wenn mehr Damage als der DK. Ja, wenn du es clever machst. Ich habe jetzt halt keinen Buff, immer jetzt halt gar keinen Schaden. Naja, gut. Ach fuck, das ist die falsche Pfeife. Moment hab ich. Die ganze Zeit die falsche Pfeife rausgezogen. Oh mein Gott. Nee, der Char ist jetzt. Ist jetzt 104, müsste der sein. Und mit dem mache ich jetzt einfach nur eine Timewalker, um zu gucken, wie viel EP ich jetzt in dem Levelbereich etwa krieg.
Ich war kurz vor 105. Jetzt, ja, jetzt bin ich 105, aber ich war kurz vor 105 quasi, wo wir in die Instanz reingegangen sind. Dann kann ich nämlich so abchecken, was ich eigentlich brauche. Eigentlich müsste relativ viel geben. Von 110 bis 120, da ist ja auch das schnellste. Ja, gut, durch durch Dinge auf jeden Fall, durch die Invasionen, aber ich weiß halt auch nicht, ob das jetzt auch so viel bringt. Ja, das hier ist richtig gut. Von 110 auf 120. Ja. Finde ich auch. Von 110 auf 120 ist das ja, gut. Schneller geht's ja im Moment nicht, nur mit Time Walker. Achso, ja. Das stimmt, ja. Aber ja, du machst ja mal gucken. Sinn. Aber schneller als Legion-Invasion wird es sicher nicht sein. Gucken, ob das ein ganzes Level theoretisch bringt. Ich muss erstmal was anvisieren. Das kann ich nicht angreifen. Ich habe kein Ziel. Ach so, das Ding-Mount meinst du? Nee, ich habe doch gesagt, Schall des Zorns bin ich fertig. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Da bin ich fertig. Habe ich ja vorhin den letzten Ding gerade gemacht. Die können wir nicht frontal angreifen. Ich habe eine Kann ich hier, warte mal, ich kann hier aufmounten, dann kann ich mal mein ganzes Zeug loswerden, ne? Ich habe viele Glücksspringer. Schauen wir mal, ob ich noch irgendwas gekriegt habe, was ich anlegen kann, bevor ich jetzt alles vom Händler raushaue. Kette, nein. Leder, Platte, das ist aber auch schlechter. 21, nee. Dann hauen wir mal alles zum Teufel. Theoretisch könntest du ja auch hier Sachen fürs Transmog aufheben, aber das kannst du eigentlich auch vergessen. Weil das Zeug bleibt dann nur immer ewig im Inventar rumflacken und im Endeffekt kannst du das alles weghauen. Ich habe mal teilweise versucht, so Zeug für Transmog zu verkaufen, also vor allem diese Loot-Sachen, ne, die du hast, aber das kriegst du auch nicht los, das kannst du echt knicken. Mal einsetzen, was ist das hier, eine Quest, die können wir auch weghauen. Das ist das Einzige, was du wirklich verkauft kriegst. Die Angelschnur kannst du auch weghauen, das brauchen wir auch nicht. Weg damit. Das Einzige, was ich... Warte mal, das behalte ich mal. Das können wir weghauen. Skillbücher. Ach, die haben wir auch weg. Als Asche zurück. Die Verwüster haben Sprengstoff dabei. Zeug aufhebst, ne? Dann bereust es bloß, weil das Inventar halt zumacht. Keine Ahnung. Auch weg. Das auch. Das auch. So, jetzt haben wir nur noch die Sachen drin, die wir brauchen. Alles gut auf euren Reisen. Der Bosskampf ist halt echt nervig, weil du mehr am Warten bist als alles andere. Da kann man sich dann schon mal ein bisschen Zeit nehmen, ein bisschen was verkaufen. Jo, ich bin auch mit einem zweiten Account gerade meine Heirloom-Items am Upgraden. Ach so, okay, ja, das ist sogar sinnig. Funktioniert instant. Also hast du dann auch die Upgegradeten an oder wie läuft direkt. Das dann? Ja, direkt. Okay, das ist gut, ist ja dann ein gutes System, ne? Scheint zu greifen. Ich bin mal gespannt, was wir hier an EP kriegen, ob sich das dann in irgendeiner Weise rentiert, ob wir dann vielleicht auch ein paar mehr von den Inis machen oder mal gucken. Alter, wer hat denn da so ein Teil hingeschmissen? Vor allem, da liegt ja immer das Zeug hin, jetzt habe ich ständig diesen Debuff drauf, mehr Damage krieg. Dann musst du es eigentlich unten gar nicht tanken, ne? Du kannst ja halt einfach nur von oben hier das Zeug drauf schmeißen und dann gehen die eigentlich schon hops, die Mobs. Ich glaube, hier kannst du teilweise einen hinschmeißen, dann kriegt er den Damage-Debuff, wenn du jetzt hier es hinschmeißt? Nee, okay, das bringt tatsächlich überhaupt gar nichts. Jetzt krieg ich halt schon 11% mehr Damage, ne? Ungünstig. Kannst reinigen. Wunderbar. Bist du mit allem durch? Also,
Insel-Cap habe ich gemacht mit allen Chars. Timewalker, das, was ich machen wollte, habe ich auch fertig gemacht. Und Kinderwochen, gut, ich sag mal so, ich habe halt theoretisch, habe ich halt 80 Chars, mit denen ich dieses Kinderwochen-Scheißzeug machen könnte, ja. Ich werde sicher nicht mit allen das machen, aber ich hole mir ein paar Pets noch. Aber das kannst du ja relativ bequem nebenbei machen, weil du ja einfach immer nur das abfliegen musst. Und gerade, ich kann euch das zeigen, gerade mache ich das so nebenbei. Das ist ja quasi einfach ein Punkt nach dem anderen hier abfliegen. Gerade fliege ich dahin und einen Klick machen, das kannst du halt echt bequem nebenbei machen. Ich habe halt jetzt vorher noch die Schar des Zorns alle nebenbei gemacht, ne? Die habe ich jetzt fertig. Und jetzt mache ich halt dieses Pfeifenzeug nebenbei. Aber immer nur auf dem zweiten Account. Jetzt ist der Boss da, jetzt. Problem, ja, genau, lass ihn hochziehen, lass ihn hochziehen, sonst ist das halt echt nervig. Ich habe das Ding gleich so geplaced, dass er reinläuft. Shit, jetzt charge da halt. Ach, kommt mal hoch, das ist echt nervig so. Weil immer wenn der da halt wegcharged, musst du das Tank eigentlich immer nur vor dich schmeißen und den Boss rantaunten. Das ist eigentlich das Beste, was du machen kannst. Jetzt wirft euch jemand gerade tot hier. Wer macht denn so einen Kacke? Ja, gerade auf dem zweiten Account weiterfliegen, ne? Und dann höre ich das hier so britzeln. Ja, das ist halt unterschiedlich, was die bringen, ne? Geht halt jetzt immer weiter runter. Aber so nebenbei kann man das noch ganz gut mitmachen. Nee, aber so das ganze Weekly-Zeug habe ich jetzt fertig quasi mit mal die Woche. Deswegen, ja komm. Einen Typen. Ein. Deswegen, ja, das nächste, was halt jetzt auf dem Zettel steht, ist quasi den Char auf Dings hochspielen, auf 110. Und da bin ich ja jetzt auch schon relativ weit. Halt, vielleicht loot ich noch. 105 bin ich jetzt mit dem Char schon, weißt du. Also 5 Level sind es noch. Dann bin ich mit dem auch 110. Und dann habe ich das nächste soweit abgehakt. Und danach, ja, muss ich mal gucken. Ja, den gibt's aber schon lange nicht mehr. Den gibt's schon lange nicht mehr. Roll die Klinge, meinst du, ja. Der, also den Mob gibt's noch, aber die Dings gibt's nicht mehr. Die Flask, die haben sie rausgenommen. Wenn die noch drin wäre, dann würde ich auf jeden Fall mit der leveln. Mit das Mount. Da hab ich mir drauf auch gedacht. Bei den Tiefen des Abgrunds. Diese Entartung darf. Wo gab's den nochmal her? Sultan, mythisch. Dann, okay. Hast du den nachgefarmt oder hast du den neuen Dings gekriegt hier, Addon? Neuen in Legion. Geht schnell, ihr müsst die Belagerung beenden. Ja, hast du mit der Gruppe nachgefarmt oder wie? Halt, grab mal aktiver. Dann schalte auch schon ganz gut Gul'dan, wie ich kurz wegbombe. Ja, das ging ganz gut, habe ich ja auch gemacht mit meiner Gruppe. Hat aber ewig gedauert, bis wir alle fertig hatten. So viele beide an einem Tag gekommen. Okay, das, ne? Das hat jetzt gerade schon echt gut reingehauen. Au. Der Debuff ist übel. Mastern wäre halt gut, wenn wir hätten. Kann man desorientieren? Ich glaube, sie mag wurzelt. Ja, die sind halt instant wieder draußen, ne? Aber so ein bisschen weg kommst du. Ich muss erstmal was anvisieren. Gehen sie down. Zu weit weg. Der Tempel wird fallen. Ihr kennt meine Truppe. Ah, so viel sind die nicht wert. Achso, die Tränke. Ja, es gibt noch Tränke im Auktionshaus. Die alten, aber. Das lohnt sich nicht, die zu kaufen. Also das würde ich nicht machen an deiner Stelle. Das lohnt sich echt nicht.
Ah, so eine Time Walker zieht sich halt schon ein bisschen, ne? Ja, gerade die. Dauert schon länger, im Gegensatz zu den anderen. Jetzt sind wir mit zwei Tanks drin, ist vielleicht auch nicht so ganz optimal. Ja, wenn du dann noch einen hast mit Time Walker Gear, dann kann das schon schnell sein. Ja, klar, also wenn du da mit Time Walker Gear durchflitzt, dann geht das natürlich schon gut ab. Das ist die nächste Invasion in 8 Stunden, ne? Ah, ist natürlich wieder irgendwann in der Früh. Ungünstig. Gut, früh ist relativ um 10 Uhr. Ja, früh ist Vormittag bei mir. Das, oder? Ist doch die richtige Definition. Ach so. Nachmittag ist Nachmittag. Weißt du, so. Für die Füchse unter uns. Ja, du solltest die Dinger tanken, ne? Die Mobs hier. Da außen rum. Mach schon ein bisschen Bomben hier. Ja, mit EK. Also mir werden immer die Stacks auf dem Boss nicht angezeigt hier. Hier hat jetzt auch 16. Nicht mehr. Man kriegt 80% mehr Schade. Ja, das ist halt so ein Ewigkeitsboss. Muss der am Schluss deine CDs ziehen. Umso mehr Bomben du drauf kriegst, umso besser ist es. Ja, die werden jetzt halt immer weniger wert werden, die Eventpads. Und dann, wenn das Event zu Ende ist, dann wart's ein bisschen, dann werden sie wieder mehr wert. So ist da eigentlich so der Zyklus von den Dingern. Ja, der Bus war schon zu MOP-Scheiße. Ja, definitiv. Wie viele Stacks hat er denn? 26. Jetzt müsste er eigentlich ganz gut runterschmelzen. Na, wir haben sogar ein Bomben-Achievement gekriegt. Weil er mehr als 20 Stacks hatte. Schau mal an hier. Achievement-Gang ist am Start. Ja, das ist schon. Da geht was. Diese blöde, diesen blöden Weg da im Freehold nebenbei hochhatschen, weil ich nicht die Brücke hochgelaufen bin, sondern andersrum. Komm. Jetzt einfach den einen Mob hier. Weil die kommen eh nicht mit. Ihr klieft da schon rein. Seid nur. Nö, wir haben zwei Tanks hier drin, einen Heiler und zwei DDs halt. Wir haben es einfach mal so gequeued, dass wir mal kurz gucken können. Es geht jetzt quasi nur darum, wie viel EP der Abschluss bringt. Jo, Fainty, ich wünsche dir eine wunderschöne gute Nacht, ne? Fehler, wir sind hier vorne, ne? Falls du es nicht gemerkt hast. Ja doch, wie gesagt, ich hab ja gemeint, ich mach den einen Mob, weil der kommt nicht mit. So. Ich hab auf AE-Schaden verzichtet und hab den einen Mob gesingeltarget, sonst bist du... Der wirft ewig auf die Steinchen. Ich hab das schon gesehen, dass ihr da hinten seid. Bin geambert. Machen. Ich hab mich quasi geopfert für den Single-Target-Mob. Ich hoffe, dass das so richtig viel bringt und das Level einmal voll schießt, aber ich bezweifle es fast. Ich glaube so ein halbes, dreiviertel.
auf 110 bekomme ich 300.000. Okay, ja gut, dann wird das nix. 500k brauchst du für ein Level ab. Und... Ach nee, Schild habe ich keins ready. Ja, muss ich halt noch ein paar Legion-Inversionen durchballern. Schwarze Schlange, meinst du jetzt das Charmant oder was? Jetzt habe ich leider keinen Speed mehr ready, ne? Wenn ich hier Hand benutze? Mage ist schnell. Oder sind wir da wieder bei Lexis Titel von den Filmen wie letztes Mal? Also Pornotitel. Marcel, hey, WB. So, jetzt Mount. Ja, Ding hat's gebracht. So die Hälfte von dem Level. Also es ist ganz okay, aber jetzt nicht übelst krass. Also da bist du mit Legion-Inversion natürlich deutlich besser dran. Gut, haben wir das auch rausgefunden. Mich hat's gefreut, dass ihr dabei wart. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns das nächste Mal wieder. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.